Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Invest Informant. Diesmal soll es um Kryptotransaktionskosten gehen und warum ist es überhaupt zu diesem Video gekommen? Ganz einfach, eben bedingt durch die hohen Transaktionskosten von Ethereum und Bitcoin werde ich immer mehr gefragt in meinem Freundes- und Bekannteskreis, du bist doch immer so ein Verfechter von not your keys, not your coins, aber wenn ich jetzt zum Beispiel um 50 Euro im Monat Bitcoin bespare und ich müsste jetzt 20 Euro Transaktionskosten zahlen, um das Ganze auf mein Wallet zu schicken, dann wäre das Ganze natürlich nicht so ideal und deswegen werden wir uns das gemeinsam anschauen, wie man überhaupt einmal ermitteln kann, wie diese Transaktionskosten überhaupt zustande kommen und warum die jetzt eigentlich auch so hoch sind und dann auch, wie man ein bisschen peilen kann, wie man eben jetzt dann günstigst oder beziehungsweise am günstigsten Zeitpunkt abpassen kann, um dann eben seine Coins auf sein Hardware oder Card Wallet zu schieben, um diese dann nachhaltig zu hodeln, wie wir so gerne sagen in der Kryptobranche. Und selbiges werde ich euch zeigen für Bitcoin, Ethereum und die ganzen anderen berühmten, die man kennen. Und was viele auch vergessen, diese Kosten treffen natürlich dann auch, zum Beispiel, ich habe sie hier in Form einer Crypto-Stamp abgebildet. Wenn ihr euch einen NFT-Token kauft, trifft euch das genauso, weil die meisten dieser Token laufen ja auf Ethereum. Also auch hier werden die Transaktionskosten für das Verschieben eines NFTs fällig. Bevor wir jetzt aber reinstarten, noch einmal der Hinweis auf mein Notizbuch. Crypto Assets, simply a safe place where a hacker can access. Das Notizbuch schlechthin mit allem, was man braucht und auch die Möglichkeit, 10 Seeds zu notieren. Schaut euch das unbedingt an, es bringt einen riesen Mehrwert. Gut. Bevor es jetzt aber losgeht und wir reinstarten, hier noch einmal der Hinweis, dass alles in diesem Video rein der Unterhaltung dient und in keinster Weise irgendeine Beratung darstellt. Wir befinden uns jetzt auf der Seite Bitinfo Charts und ich möchte hier auf dieser Seite, die relativ mächtig ist, jetzt nur mal einen kleinen Teil zeigen und werde hier mal zeigen, wie ich mir das anschaue mit den Transaktionskosten. Denn es ist ja auch so, wie schon vorhin im Intro erwähnt, dass ich jemand bin, der eigentlich einmal im Monat seine Coins, die er im Sparplan bespart hat, abziehe auf einen Ledger, um eben nicht in die Gefahr laufen möchte, dass die Börse, auf der ich meinen Sparplan laufen habe, man muss jetzt auf Holz klopfen, bis jetzt ist Bitpanda nichts untergekommen, aber es hat auch große Börsen wie Binance schon erwischt. Also, es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, wann es auch beim Bitpanda so weit ist, dass die im Fokus von Hackern stehen und hier etwas passiert. Also, ich kann euch nur sagen, zieht die Coins ab, aber durch das geschuldet, dass die Transaktionskosten jetzt so immens gestiegen sind, ist es auch bei mir so, dass meine Coins nach wie vor von den Börsen nicht abgezogen wurden, weil ich das momentan nicht einsehe, diese hohen Transaktionskosten zu zahlen und hier ein bisschen zuwarten möchte, bis sich das Ganze gelegt hat. Ihr braucht jetzt natürlich nicht hier probieren, die Zeile da oben zu entziffern. Ich werde euch das, wie ihr das von mir gewohnt seid, alles sauber unter dem Video verlinken. Und ich möchte hier einmal ein bisschen mitnehmen und einmal zeigen, wie ich das Ganze ermittle. Und hier kann man sich das Ganze eben schon gleich, wie man das jetzt als vorweg zeigen möchte, einmal linear oder logarithmisch anschauen. Ich möchte euch das Ganze aber lieber linear näher bringen, weil das eben für den durchschnittlichen User wesentlich übersichtlicher ist. Dann haben wir hier die Chance, uns hier nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Währungen, wie zum Beispiel Ethereum anzuschauen. Und das kann man hier einfach anklicken und das wird hier einfach farblich gleich mit abgebildet. Man könnte jetzt dann auch Litecoin, XRP, Dogecoin und wie sie auch immer alle heißen noch dazu nehmen. Aber ich denke, wenn ich euch das Ganze jetzt für Bitcoin und für Ethereum zeige, wird es wahrscheinlich am allerübersichtlichsten sein. Man sieht dann auch, wenn man mit der Maus hier einfach spazieren fährt, warum verschwindet da Ethereum? Ganz einfach, Ethereum hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, weil Ethereum, wisst ihr ja, ist aus Ethereum Classic entstanden, aus einem Hardfork und eben zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht da. Wenn man jetzt dann weiter rüberfährt, sieht man eigentlich hier, wie die Transaktionskosten, welche ja hier in Dollar abgebildet sind, immer mehr und mehr werden. Aber ja, es ist eben so und
jetzt muss man sich das Ganze eben mal anschauen, wie sich das jetzt verhalten hat, zum Beispiel seit 2018. Also ich würde jetzt einmal sagen, wir gehen jetzt einmal auf den 3-Jahres-Chart, beziehungsweise jetzt dann auf den 6-Monats-Chart, um sich das jetzt anzuschauen, wie eben sich das Ganze verhalten hat. Also normalerweise war man jetzt immer bei um die 2 Dollar hier unten pro Transaktionskosten für Ethereum und 3 bis 4 Dollar für Bitcoin. Das steigt dann manches Mal eben je nachdem, wie stark die Auslastung der Blockchain ist, kann das durchaus einmal ansteigen. Und es ist dann ja so, dass eben bedingt dadurch, dass man die Möglichkeit hat, hier etwas mehr zu bezahlen, wenn die Auslastung des Netzwerks hoch ist, um vorangereiht zu werden, das heißt, damit seine eigene Transaktion schneller durchgeführt wird, hat man hier die Möglichkeit, dass man eben hier etwas mehr bezahlt mit diesen Fees, mit diesen Transaktionskosten, und dadurch, dass dann jeder ein bisschen mehr zahlt und der nächste zahlt wieder ein bisschen mehr, um den nächsten Block zu kommen, schaukelt sich das Ganze ziemlich in die Höhe. Und ich glaube, hier dieses All-Time-High der Transaktionskosten war eben hier, und da war es wirklich so, also man musste hier wirklich knapp 32 Dollar für eine Bitcoin-Transaktion und 38 Dollar für eine Ethereum-Transaktion zahlen. Und ich denke, das bewegt sich in einem Rahmen, der eigentlich nicht mehr so ganz akzeptabel ist, zumindest um die Coins, die man hier mühevoll auf einer Börse bespart, auf den Ledger zu schicken. Also das habe ich auch jetzt nicht getan, weil ich bin jetzt auch niemand, der da jetzt mit tausenden Euro da spazieren fährt und sagt, die paar Euro für die Transaktion sind mir egal. Also ich spare ja auch mit Kleinstbeträgen an, wie ihr aus meinen Videos ja bereits wisst. Für diejenigen, die jetzt noch keinen Sparplan laufen haben, den verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke, wie ihr Bitcoin und Ethereum bei Bitpanda besparen könnt. Und für diejenigen, die es noch ein bisschen einfacher wollen und die zum Beispiel jetzt nur Bitcoin besparen wollen und gleich wollen, dass das Geld, also dass sie Euro einzahlen und dass die Bitcoin gleich direkt bei ihnen auf der Wallet landen, ohne sich mit diesen Transaktionskosten und den ganzen zu ärgern, denen kann ich nur Coinfinity empfehlen, und das Video dazu möchte ich euch jetzt ebenfalls oben rechts in der Ecke verlinken. Gut, also wie gesagt, hier hatten wir dieses All-Time-High der Transaktionskosten, und ich warte jetzt, bis sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt. Leider habe ich diesen Zeitpunkt hier, dieses Low, verpasst, wobei Low auch gut ist bei 10 Dollar Transaktionskosten und 13 Dollar für Bitcoin. Ich würde hier noch ein bisschen zuwarten, und wenn sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt hat, kann ich hier schon einen kleinen Teaser bekannt geben, werde ich euch auch zeigen, wie man einen Bitcoin-Automaten benutzt. Also das ist eines der Videos, die demnächst geplant sind. Gut, dann möchte ich jetzt eigentlich das Ganze bei diesem kurzen und knackigen Video belassen. Wenn euch das Video einen Mehrwert geboten hat und euch hilft, hier diesen Transaktionszeitpunkt abzupassen, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch. Sagt es weiter und seid auch wieder dabei, wenn wieder ein Video bei mir auf meinem Kanal erscheint. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.